Hallöchen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2 Dark Waters. Wir sind hier auf Marakai, die Bucht von Marakai oder die Insel, wo die Inquisition schon auf uns wartet oder uns empfängt, da unten. Und Shani ist ganz aufgeregt. Sie hat wahnsinnige Sorgen um ihre Blutsbrüder hier auf Marakai. Sie hat wahnsinnige Sorgen, dass sie versklavt worden sind, verletzt worden sind, dass es ihnen nicht gut geht und hat uns gebeten, dass wir sie mitnehmen. Das können wir natürlich nicht abschlagen. Wir sind ja ein ehrlicher Gauner, ein ehrlicher Pirat, ein anständiger Kerl und deshalb darf sie uns selbstverständlich begleiten. Auch mit Eldrick haben wir gequatscht. Hier könnte sich Gargoyles gemütlich machen. Gut, wären wir ein guter Stützpunkt für diese Viecher. Das heißt, es könnten hier welche sein. Und das wäre auch dann schon die 5. von 6 Inseln, wo sie sich niedergelassen haben. Das heißt auch mehr Ruhmpunkte für uns und mehr Eier für Eldrick. Aber jetzt werden wir erstmal mit der Inquisition quatschen. Du hast Glück gehabt, dass wir dein Schiff nicht direkt versenkt haben, Piraten. Wenn ich dieses Schiff nicht schon einmal gesehen hätte, läge es jetzt auf dem Grund des Meeres. Ich bin nicht euer Feind. Ihr hättet es ja mal versuchen können. Boah, ich bin nicht euer Feind. Ich bin nicht euer Feind. Das glaube ich auch nicht. Sonst stünden wir jetzt nicht hier. Wir können momentan jede Hilfe gebrauchen, die wir kriegen können. Wenig Zeit. Wir haben eigene Probleme. Wenn ich euch erzähle, was hier los ist, dann werdet ihr euch die Zeit nehmen. Glaubt mir. Vor einigen Tagen sind wir von diesem Dreckskerl Garcia angegriffen worden. Er hat unser Schiff versenkt. Aber wir konnten ihn in die Flucht schlagen. Ihr gehört offensichtlich nicht zu ihm. Also warum seid ihr hier? Also, pass auf, ne? Wie es aussieht, haben wir denselben Feind. Wir sind auf der Suche nach dem Feuertempel. Ich suche was, das Garcia in seinem Besitz hat. Wir haben denselben Feind. Jawohl. Wie es aussieht, haben wir denselben Feind. Wir sind auf der Suche nach Garcia. Gut, ich verstehe. Vielleicht können wir uns ja gegenseitig unterstützen. Ich vermute, dass Garcia in einer anderen Bucht vor Anker gegangen ist. Mhm. Wenn du mehr erfahren willst, musst du mit Kommandant Corrientes sprechen. Er ist mit einem Teil unserer Expedition in den Dschungel aufgebrochen. Yay, super, die Expedition. Ja, dann ist schon klar, ne? Die größte Expedition wird dann hier sein und hier werden wir dann auch diesen einen besagten Schatz finden. Nehme ich mal stark an. Was hat Corrientes vor? Wohin ist die Expedition gegangen? Wie könnt ihr mir helfen? Fang mal von oben an, also Corrientes, ne? Was hat Corrientes vor? Wir wissen, dass es hier ein verstecktes Tal geben soll, in dem sich der Feuertempel befindet. Genaueres können wir allerdings nur durch die Eingeborenen hier erfahren. Kommandant Corrientes wollte Kontakt mit ihnen aufnehmen und ist diesem Weg in den Süden gefolgt. Wir haben jedoch seit Tagen nichts mehr von ihnen gehört. Also, wenn du sie finden solltest, lass es mich wissen. Hört sich ziemlich gefährlich an. Ist es auch. Aber ich kann dir ein paar Tricks mit dem Degen zeigen. Aha, das ist aber nett. Das versteckte Tal. Wir haben... Wie habt ihr Garcia in die Flucht geschlagen? Kann ich mich bei euch ausrüsten? Hast du eine Karte dieser Region? Ich suche nach Gargoyles, ich suche einen Piraten namens Harlock und richte mich im Degenkampf. Na prima. Dann würde ich mal sagen, wir fangen von oben an. Wie hast du Garcia vertrieben? Wie habt ihr Garcia in die Flucht geschlagen? Das kann dir besser unser Kanonier Marcos erzählen. Das ist schließlich sein Verdienst. Mhm. Kann ich mich bei euch ausrüsten? Kann ich mich bei euch ausrüsten? Naja, viel haben wir nicht mehr. Du siehst ja die Sauerei unten am Strand. Rede mal mit Mercutio, der verwaltet die Sachen, die wir retten konnten. Du findest ihn im Tempel. Alles klar, hast du eine Karte? Hast du eine Karte dieser Region? Nein, leider nicht. Aber Kommandant Corrientes hat eine Karte aus den Archiven von Caldera mitgenommen. Mhm. Du kannst ihn danach fragen, wenn du ihn findest. Super. Gargoyles und so? Ich suche nach Gargoyles. Moment. Dass diese geflügelten Biester, die aussehen, als kämen sie direkt aus der Hölle? Mhm. Ja, so könnte man sie beschreiben. Ich habe einige von ihnen gesehen. Es waren zwei Gruppen. Die schienen sich irgendwo nicht unweit von hier im Süden niederlassen zu wollen. Wie viele waren es? Schwer zu sagen, aber ich schätze, es waren etwa ein halbes Dutzend. Gut, ich denke, das wird helfen. Also 6 Stück. Okay. Ich suche einen Piraten namens Harlock. Harlock? Wie gehört. Aber ich habe vor kurzem einen Indio gesehen, der sich ebenfalls über Piraten beschwert hat. Er war am Anfang des Dschungels zu finden, wenn du weiter ins Inland gehst. Werd mich mal umsehen. Unterrichte mich im Degenkampf. Was soll ich dir zeigen? Bring mir die Konterparade bei.
Ich will schwere Angriffe machen. Wie geht die Konterattacke? Ich will schwere Konterattacken ausführen. Wie werde ich schneller und besser mit dem Degen? Ich will ein guter Degenfechter werden. Zurück. Jo. Stichwaffen. Wir haben zurzeit keinen Degen. Ich lasse das mal. Ich bedanke mich. Sauhaufen am Strand. Was ist denn passiert? Achso, wegen dem Angriff, ne? Dab, dab, da, 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 da. Hallo, Markus. Sieh dir das an, Captain. Die Kanonen sind genauso ausgerichtet, dass sie die Schwachstellen deines Schiffes treffen würden. Du nimmst deine Aufgabe wohl sehr ernst. Pass lieber auf, dass nicht noch ein Schiff vorbeikommt. Du willst dich doch hoffentlich nicht mit mir anlegen. Einschüchtern 60. Wir haben gar nicht so viel Einschüchtern, oder? Dafür bin ich nicht gut genug. Du nimmst deine Aufgabe wohl sehr ernst. Du nimmst deine Aufgabe wohl sehr ernst, ha? Huh? Natürlich. Ich muss immer auf alles gefasst sein. Aber ich feuere nur auf Leutnant Valdez Befehl. Ich könnte dir die Augen nehmen, ohne dass du es merkst. Na, na. Wie soll er da noch zielen? Ganz unter uns. Ich glaube nicht wirklich, dass du eine Bedrohung für uns bist. Ah, und warum nicht? Valdez hätte dich nicht durchgelassen, wenn es so wäre. Naja, es sei denn, er will dein Schiff kapern, wenn du unterwegs bist. Das hoffe ich nicht für ihn. Du scheinst deinen Humor ja noch nicht verloren zu haben. Ich hoffe für dich, dass das ein Scherz war. Du meinst so, wie ihr Garcias Schiff gekapert habt? Humor zu. Du scheinst deinen Humor ja noch nicht verloren zu haben. Natürlich nicht. Solange ich meine Kanonen habe, bin ich glücklich. Ich verstehe mich im Umgang mit Geschossen. Früher in Caldera habe ich schon so manchen Piraten verjagt. Sonst hätten sie mich ja nicht mitgenommen. Alles klar. Erzähl mir von der Schlacht mit Garcia. Du warst Kanonier in Caldera. Kannst du mir was beibringen? Welche deiner Kanonen ist eigentlich die beste? Jo, das zuerst. Welche deiner Kanonen ist eigentlich die beste? Ich habe darüber noch nie wirklich nachgedacht. Na, ist ja auch nicht so wichtig. Ja. Dann Garcia Schlacht und so, ne? Erzähl mir von der Schlacht mit Garcia. Wir haben großes Glück gehabt, dass Leutnant Valdez zuerst die Kanonen an Land gebracht hat. Der alte Fuchs hat schon gewusst, dass wir nicht lange alleine bleiben. Dummerweise hat Garcia unserem Schiff eine volle Breitseite verpasst. Aber ich habe ihm eine Kugel genau vor den Bug geschossen. Noch einen Moment länger und ich hätte ihn versenkt. Garcia kriegt schon noch seine Breitseite. Ja, und darauf freue ich mich schon. Oh ja, yeah. Du warst Kanonier in Caldera? Du warst Kanonier in Caldera? Die letzten Jahre schon. Aber ich wollte schon immer auf eine Expedition fahren. Es ist alles eine Frage der Zeit. Irgendwann werden wir hier unsere eigene kleine Stadt errichten. Oh ja. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Klar. Aber das kostet eine Kleinigkeit. Ja, wie immer. Zeig mir ein paar Tricks, die mich härter machen. Zeig mir ein paar Tricks, die mich härter machen. Klar. Was willst du denn wissen? Ich will Schnittverletzungen noch besser wegstecken. Oh ja, das wäre nicht schlecht, oder? Ich will Schnittverletzungen noch besser wegstecken. Wie oft warst du schon verletzt? Einmal? Zweimal? Oder öfter? Öfter als mir lieb ist. Dann weißt du doch, was auf dich zukommt. Der Körper kann sich darauf einstellen. Wenn du bereit bist, wirst du die Verletzungen kaum merken. Super. Toll. Was für ein Tipp. Der kostet 1000 Gold. Ich gebe mir das Geld wieder zurück. Naja. Super. Ui, da sehe ich eine Blume. Eine Schädelblüte. Protektor. Ein Trutehahn. Noch mehr Trutehähne. Ui, Rohrfisch. Den nehmen wir natürlich gerne. Da sehe ich eine Muschel. Die werden wir jetzt dann auch wieder bald öffnen. Gibt es vielleicht noch ein paar Fischis? Es ist echt schade, dass man irgendwie keine fangen kann, ne? Da ist noch eine Muschel, glaube ich. Jawohl, supi. So, die gute Chani kommt auch. Da ist ein schwarzer Oleander. Dam, 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 dam. Was haben wir da? Eine Würgeranke. So, jo, das schaut dann schon mal gut aus. Kann man hier hoch? Ich glaube nicht, ne? Ja. Das hat gerade so komisch ausgeschaut. Na gut, na gut.
dann hätten wir das da mal. Ich kann da einen Papageien einsetzen. Wie schaut denn das aus? Das ist so ein Blödsinn. Naja, auf jeden Fall machen wir ein bisschen Proviant. Den Fisch verbraten wir gleich und das Geflügel auch. So, vielleicht darf ich den auch noch umschneiden. So, dann hätten wir noch ein Proviant. Halt, was ist da? Ein Pulver. Subi, das kochen wir auch noch. Super. Gut. Wir haben jetzt viele Missionen. Auf jeden Fall tun wir mal speichern. 11, 12, 1, 2, 3. Gut, neuer Spielstand. Ich bin schon ganz verwirrt, was Spielstände betrifft. So, neuer Ding. So, genau. Ich glaube, wir fangen mal hier in diesem Lager da an. Wobei, auf dieser Seite war ich noch gar nicht. Muss ich auch noch anschauen. Was haben wir da? Eine Blutwurzel. Wurzelblut. Ist hier vielleicht noch irgendwo eine Muschel versteckt? Halt, was haben wir da? Vorratsfass. Das schaut, ich schwöre, nach einer Quest aus. Jo, mit dir. Huch, schau, Feuervögel. Wahnsinn. Das mit dem Papageien ist echt cool. So, aber auch Treibgut. Wir sollten alles mitnehmen, was hier rumliegt. Ja, da hast du recht, meine Gute. Und ich bin auch schon dabei. Weil ich glaube, wenn wir dann reinkommen zu dem Typen, will er wahrscheinlich Vorratskisten haben. Und dann können wir sie ihm natürlich gleich geben. Was hier super ist. Da haben wir auch eine Muschel. Da bam bam bam. Quest erfolgreich, super. Haben noch gar keine bekommen. Passt trotzdem, glaube ich. Was haben wir da? Eine Würgeranke. Da ist noch eine Muschel, ich sehe sie. Hier und da. So, wunderbar. Gut, dann geht hier auch ein Weg weiter rein Richtung Dschungel. Mhm. Hier haben wir noch eine Maki-Beere. Okay. Bevor wir da vorne ist noch ein Poco-Pilz, glaube ich. Soll ich den vielleicht liegen lassen? Ich lasse es mal. Moment. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was du jetzt genau vorhast. Wir suchen Corrientes Expeditionstrupp. Expedition? Nennt die Inquisition ihre Raubzüge jetzt so? Warum willst du sie unbedingt finden? Garcia ist doch viel wichtiger. Geduld, Chan. Garcia ist Corrientes auf den Fersen. Finden wir Corrientes, finden wir auch Garcia. Ein Räuber jagt einen Verbrecher. Ich bin dafür, wir töten sie beide. Kennst du dich hier aus? Hier stirbt niemand ohne meinen Befehl. Ist das klar? Kennst du dich hier aus? Nein, aber ich kann die Spuren lesen, die deine Freunde hinterlassen haben. Corrientes rennt mit seinen Leuten durchs Unterholz wie eine Herde Rinder. Es ist leicht für mich, sie zu finden. Ich werde helfen, wenn ich kann. Das ist fein. Supi. Prima, Chan. Ich hoffe echt, dass sie keinen umbringt. Ja, das erfordert dann massiven Erklärungsbedarf. So, wir werden jetzt auf jeden Fall mal zuerst da reinhatschen. Degenkampf. Ich wollte mir schon, ob er noch irgendwas hat für uns. Wir haben jetzt schon seit Tagen nichts mehr von der Expedition gehört. Kommandant Corrientes ist ein fähiger Mann. Sie werden ihre Gründe haben. Vielleicht sind sie schon alle tot. Ach, der hat ja Zuversicht. Kann man hier das Wasser stibitzen? Was? Wie kommst du hier rein? Zu Fuß, durch den Eingang. Valtes meint, du hättest vielleicht Ausrüstung. Ich plündere jetzt diesen Tempel. Ach. Ehrlich. Es ist eigentlich alles ehrlich. Durch den Eingang. Sehr komisch. Hier ist leider gar nicht mehr zum Lachen, seitdem wir hier sind. Okay. Du siehst ja, was hier los ist. Unsere ganzen Vorräte liegen im Meer oder am Strand verstreut. Jederzeit könnte uns irgendwer oder irgendetwas angreifen. Und ich versuche, die ganzen Sachen in Ordnung zu bringen, die uns geblieben sind. Brav. Kann ich was bei dir kaufen?
Kann ich was bei dir kaufen? Ich weiß nicht recht. Vielleicht, wenn du mir einen Gefallen tust? Und was wäre das? Unten am Strand liegen noch einige Vorratsfässer herum, die nicht zerbrochen sind. Wenn ich noch weitere 6 Fässer kriege, habe ich genug Sachen, um mit dir zu handeln. Super, ich besorge dir die Fässer. Wie komme ich doch auch ohne die Fässer ins Geschäft, nicht wahr? Wieso bist du mitgekommen auf die Expedition? Ich hoffe, ich mache jetzt die Quest nicht kaputt. Ich mach mal das. Wir kommen doch auch ohne die Fässer ins Geschäft, nicht wahr? Na gut, ich habe noch genug Ware, um mit dir handeln zu können. Aber auf lange Sicht werde ich die Fässer trotzdem brauchen. Passt, ich besorge sie dir. Ich besorge dir deine Fässer. Das wäre mir eine große Hilfe. Hier sind sie. Warte zuerst, komm, mach mal noch das. Wieso bist du mitgekommen auf die Expedition? Wieso bist du mitgekommen auf die Expedition? Ach, ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt. Eine Reise in ein fernes, grünes Land, haben sie gesagt. Ein Land, das die dunkle Welle verschont hat. Also dachte ich, das wird ein tolles Abenteuer. Berge voller südländischer Früchte, Lagerfeuer am Strand und wenn wir zurückkehren, sind wir Helden. Und jetzt sitze ich hier in der Scheiße fest. Ah ja, willkommen im Leben. Was? Ich habe hier die Vorratsfässer für dich. Hier sind 6 Vorratsfässer. Das ist ja fantastisch. Sieht so aus, als wäre unsere Versorgung fürs Erste gesichert. Das ist mir ein paar Münzen wert. Dankeschön. Boah, paar Münzen ist gut gesagt. Zeig mir, was du hast. Zeig mir deine Ware. Exotischer Säbel. Aha. Eleganter Krummsäbel. Rapier. Waffen. Brandöl. Piratendolch. Guter Dreispitz. Also was zum Anziehen. Waffen. Kugeln. Also Munition hat er. Das ist sehr gut. Hammer. Voodoo-Puppe brauchen wir eigentlich nicht. Rotwein. Lol. Unverkäuflich. Achso, den hat er von Sophie wahrscheinlich bekommen, ne? Bauplan für einen Duelldegen. Haben wir den schon? Na? Kanonenkugel. Ah, da ist sie schon. Die Kanonenkugel. Boah, das ist alles so teuer. Dann verkaufen wir mal ein paar Sachen, ne? Wieder blunt, ja? Eine Schaufel kann er haben, weil eine zweite haben wir eh. Was noch? Eine Rassel von mir aus? Wahrscheinlich hätte ich die aber gebraucht, ne? Oh je. Wurscht. So, was noch? Genau, da kommen wir schon zu den Wertgegenständen. So, so, so. Geht sie nicht aus. Haha. Lol. Benutzbar. Haben wir da noch was zum Wegtun? Eher nicht, ne? Ausrüstung wird wahrscheinlich auch nichts sein hier, denke ich mal. Da irgendwas doppelt? Nicht so wirklich. Haben wir doppeltes Amulett? Auch nicht wirklich. Ohrring. Füße? Nicht wirklich. Ich bin arm wie eine Kirchenmaus. Ich werde mal die Muscheln aufmachen. In der Hoffnung, dass wir viele Perlen kriegen. Das war jetzt unter Plunder oder benutzbar? Benutzbar, ne? Die Muscheln. Oder? Na, das ist schon bei Plunder, passt schon. Da, 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 Messer, bla, bla, bla. Federn, Augen, Muscheln. Hier gibt's nicht, wer hat nichts zu holen. Hier gibt's nichts zu holen. Nichts zu holen. Nur bitteschön, immerhin 8 Muscheln. Das ist ja schon nicht schlecht. Die goldene Schale, unverkäuflich. Aha. Ah, das ist alles unverkäuflich. Aha. Okay. Du wagst es, hier zu stehlen? Das wollte ich nicht. Ach, Scheißendreck. Jetzt
muss ich den Spielstand nehmen, ne? Einmal verdrückt, verstehst? Ich wollte mit ihm handeln. Ich überspringe das Ganze. Und werde dann im nächsten Part damit beginnen, dass wir eben unsere Perlen bei ihm verkaufen. Ach, das darf ja nicht wahr sein. So ein Pech. Naja. Was? Dabei noch nicht drüben? Okay, ich brauche jetzt ein bisschen länger. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Entschuldigung für den ungewollten Fail, aber ja, passiert halt hier und da. Und ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!